und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ehrlich, Sand. Elena hat eben schon gesagt, oh, wir müssen durchs Fenster. Aber... Hier können wir klettern. War ja auch mehr als offensichtlich. Ja, aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Was? Das stimmt doch gar nicht. Erwischt. Ja. Eigentlich nicht so. Ja, hier können wir aber auch nicht klettern. So viel zum Fenster oder wie? Kann ich? Nee. Wo ist sie denn? Ach da. Super, ich hole uns eine her. Alles klar. Schon. So, dich schubst dich erstmal hier runter. Vorsicht da unten. Oh. Und? Ah, oh, fast Elena erwischt. Komm. Komm zu Papa. Komm schon. Schon. Ja, reicht ja. Na gut, dass du Elena dabei hast. Ach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Köder für dich spielen? Ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Ah nee, das war nur Reflexion. Ich dachte, da war ein Schatz, aber nö. War ja klar. Achso, was? Ganze Arbeit okay. Umsonst. Ja. Mir geht's gut. Und dir? Tja, wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Ja, die Frage ist nur, wo lang? Die Strömung ist echt stark hier. Ja, ich glaube, damit will er mir sagen, dass ich da nicht weiter kann. Bin mir nicht sicher, ich probiere es noch mal ein paar Mal. Los, versuchen wir durchs Haus zu kommen. Wahrscheinlich sind denn hier irgendwo gleich Monster im Wasser. Sowas befürchte ich ja immer, wenn wir irgendwie unter Wasser sein müssen. Ich hasse es einfach. Glaubst du, die Bürger haben hier alles geflutet? Grund genug hätten sie ja gehabt. Ja. Du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Mm-hmm.
sieh mal an. Der hat die Gründung gemacht, damit die beim Aufbau mitsteuern. Und als alles fertig war, hat er Salo umgebracht. So ein Dreckskerl. Aber Pirat eben. Was erwartet man da auch, ne? Das Sensei ist hier noch recht gut in Stand. Okay. Dass aber alles hier noch erhalten ist, finde ich. Ach, wieder ein kleiner Liebesbrief. Also nicht der daneben. Wieso nimmt das auch nicht mit? Das ganze Grünzeug weg. Was ist das? Ach, ist wieder so viel. Wieder an einen Gründer. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt. Mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund von unserer Zeit in Libertalia bitte ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unserer aktuellen Zwietracht gesät hat, aber folgenden bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesem Konflikt ein Ende setzen. Gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unserer Übermacht zum Opfer fallen. Ja, das ist irgendwie das Gleiche. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in eurem Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt dran, dass mir sowohl Wand als auch England nach dem Ende trachtete und gescheitert sind. Gründer Condit. Was haben wir hier eigentlich so alles? Brief. Die zwei Zeichnungen. Brief. Verdammt. Ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Oh, sollte das eine Anspielung sein? Okay. Das ist aber auch praktisch. Hat er eine Feuerstelle mit zwei Räumen verbunden. Ach, alles nur. Wo bin ich hier? Plätsche. Ich bin nicht wieder ins Wasser. Wow, ist das... Alles klar. Hey, sieh mal da. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Wow. Das ist heftig. Hier kann ich aber nichts antätscheln. Ist aber gemein. Oh, schöner Wasserfall. Ich höre ihn zwar, aber ich sehe keinen. Gemein. Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Du hast recht. Ah, ich hab's auch gesehen. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Ja, okay. Das wird also nix. Hm.
Boah, und jetzt? Ich bin ein bisschen ratlos. War das ja eigentlich der einzigste Weg? Ich komme doch bestimmt noch woanders durch. Also doch. Dann schmeißt du mir das Ding runter. Hep. Nee. War da ein bisschen zu hoch? Kann ich das hier eventuell schieben? Könnte ja alles so einfach sein. Ich habe echt keinen Plan. Strömung ist zu stark, dann kann ich da nicht hin. Darüber kann ich auch nicht. So um die Ecke kann ich ja auch nicht jumpen. Nee. Sie steht ja wie angegossen, aber kann ja nichts drücken. Hinweis, wenn ich komme. Das ist auch behindert. Ach Gott, mal kratzen. Ich verstehe nicht, was der da von mir will. Könnte ich eventuell hier lang klettern? Nee. Wasser geht auch nichts. Da komme ich aber gar nicht hin, du Spasthinweis. Da musst du erstmal dort hochkommen. Ja. Okay, das war ein Reinfall. Warte, ich drücke ihn runter. Toll, danke. Okay. Gern so. Geschehen. Danke. Ist ein tolles Gegengewicht. Ich meine. Bist du auch? Oh 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 oh. Etwas Wasser geschluckt. Glück gehabt. Das hätte in die Hose gehen können. Ich wollte eigentlich springen und dann ist er einfach runtergepurzelt. schade. Ah, und jetzt bin ich hier. Bei der Ausgang. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Dann muss ich wohl das Ding herunterschubsen. Das sollte gehen. Okay, weg da.
Nochmal kurz festhalten. Bitte. Okay, gut. Ach, wie schnell die hochgekommen ist. Läuft bei ihr. So, jetzt aber. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Also du. Stark ist sie jetzt auch nicht. Okay. Dass sie jetzt nicht einfach wegkicken, ne? Jetzt einfach mal so batz gegen ballern und gutes. Ja gut. Obwohl der wohl nicht. Ja, und wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut da rein. Ciao.